So Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich ein bisschen an meinem Bauen hier gearbeitet. Ich habe es tatsächlich schon ein bisschen erweitert wieder. Nice. Ja, die Raffinerie ist jetzt hier vorne. Da ist der Computer. Wie ihr seht, ich habe jetzt zwei mittlere Raffinerien, damit halt die Sachen ein bisschen schneller vorangehen. Ein Lagerbehälter mit ein bisschen Zeug drin. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist irgendwann oder nicht. Aber auf jeden Fall haben wir ein bisschen was am Start. Ja, das war meine Roomtour. Ist ja relativ klein und überschaubar, nicht wahr? So, wie sieht es hier aus? Oh, guck mal, ist voll. Nehmen wir gleich mal mit. Nee, gut, alles klar. Die Batteriefunktioniert, ist voll. Sehr schön. Wahrscheinlich hätten drei oder zwei von den Solarmodulen auch gereicht, weil die so viel Power produzieren, dass das locker gereicht hätte. Okay, ich wollte gerade Map aufmachen. Nice. Kann ich das irgendwie verschieben oder so? Aktiviertes Kupfer. Brauche ich immer noch, ne? 150 Stück. Wie kann ich das denn aktivieren? Und einen Kabelbaum brauche ich noch. Ein extrem leistungsstarkes Upgrade für den. Oh, das ist ein Upgrade. Was könnte ich denn hier hinpacken? Oder bei Technologie rein, ne? Weil dadurch, dass es ja ein Upgrade ist. Ausrangieren, bewegen, Schnellübertragung. Brauche ich ja gerade nicht, deswegen packe ich das mal weg. Das hatte eine Sternenschildbatterie. Für das Verteidigungssystem für Raumschiffe. Okay. Alles klar, Leute. Dann gehe ich mal zurück zur Raumstation. Wo ist denn die überhaupt? Ich fliege erstmal raus. So. Die Atmosphäre ist ja relativ klein. Oh, weißt du was? Den werden wir mal wegmachen. Den brauche ich nicht mehr. Den machen wir weg. Das war ja unser erster Außenposten. Aber den brauche ich nicht. Oder sollte man die vielleicht lassen und auf jedem Planeten sowas bauen? Damit man dann so immer ganz schnell hin und her reisen kann? Ich weiß es nicht. Oder reicht pro Sonnensystem eigentlich einer, ne? Weiß ja nicht, wie viele man haben darf. Guck dir das Schrottding an hier. Nix drum. So, die nehme ich mal mit. Eine Konstruktionsstation aufnehmen. Was war denn das nochmal? War das das, wo ich hier die Sachen lernen kann? Ja, okay. Dann machen wir nämlich das.
Und nicht entfernbar. Archive besuchen. What? Scanner-Modul. Hab ich gerade erhalten damit. Mittel des Upgrades für den Scanner-System Multi-Werkzeug. Oh, cool. Oh. Nochmal. Bewegen und stapeln. Installieren. Flora-Analyse. Okay, nehmen wir erstmal. So, ich habe einen Kabelbaum. Dafür wollte ich ja eigentlich zur Raumstation, aber wir haben jetzt auch so einen Kabelbaum. Sag mal, wie kriege ich denn jetzt hier dieses Ding hier weg? Basis löschen. Das wollte ich machen. Okay, Archiv Wiederherstellung im Gange. 1:30. Der Benutzer wird informiert, sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist. Okay. Mal kurz speichern. So, was ist das hier? Ich will mal nicht draußen damit. Ein schwarzes Loch. Wo denn? Da unten. Holla die Waldfee. Okay. Natürlich ganz schön weit. Zum Herz. Indium-Antrieb erforderlich. Okay. Warpen? Nee. So, warte mal, wir haben ja jetzt den Kabelbaum, ne? Raumschiff. Reparieren. Kabelbaum. Okay, zerlegen, verschieben. Okay. Plus 18% Schildstärke.
Okay. Den Rest lasse ich erstmal so. Außer dass ich das hier oben erstmal hochschiebe. Okay, Multi-Werkzeug. Da haben wir jetzt den Scanner, den verstärkten Scanner. Ist aber auch gut. Machen wir so. Wenig Platz habe ich, wenig Platz. Ja, der Planet hier unten ist mir ein bisschen zu warm. Wir gucken mal auf dem da. Der ist von mir entdeckt worden. Aber haben wir denn auch schon alles? Entdeckungen. Wo sind wir denn jetzt gerade eigentlich? So wie? Hühnchen entdeckt. Das ist meine Base. Das ist das andere Sonnensystem. Das ist auch vom Minchen? Nee. Ach, das ist ihr Sonnensystem. Okay. Wo bin ich denn gerade unterwegs? So Lupis. Lupis. Ja, dann gucken wir uns mal den kleinen da hinten dann noch an. Also der ist blöd. Ne? Der hat zwar Kupfer, Phosphor und sowas. Der hat auch eine hohe. Im Prinzip könnte man eigentlich gleich weiterfliegen. Oh, die brauchen wir. Mach ich erstmal weg. Hätte ich auch behalten können. Egal. Egal. So ist das der kleine Scheiße. Noch nicht entdeckt. Kupfer, Basalt und Kobalt. Dann nochmal hinter. Ja, ich glaube, ich nehme mal so ein bisschen Basalt und Kobalt auf jeden Fall mit. Instabiler Planet. Warum ist der instabil? Warum bist du instabil? Oh, so mit Lava und was? Dann mit Lava und so? Gucken wir mal, wa? Ja, auf jeden Fall leben hier welche. Grad Celsius. Hat anscheinend nicht genug.
Nicht genug Wolken, ne? Relativ viele Flugviecher. Mann, was das hier halt so gibt, ey. Da landest du mal hier so, weißt du, und hast gleich hier 50.000 Sachen, die du scannen kannst. Basaltansammlung. So, mal kicken, wa? Hochladen. Gibt's hier nicht irgendwas, was man schneller hochladen kann? Jetzt alles hochgeladen, ne? Sehr schön. Ja, nur Fledermausarten, wa? Ja. Okay. So, hier haben wir Basalt drin, ne? Ritstab. Kohlenstoff. Schwefelin. Warte mal, hier war das ein Außenposten. Mal kurz hier rangehen. Kobaltansammlung, Frachtabwurf.
Ein Gegner liegt. Cool. Cool. Okay, was sagt er mein Platz? Platz sagt, ich bin gleich voll, Alter. Ist aber auch keine Flagge, war die geil. Ach ja, Wegpunkt. Aha. Was bringt mir das jetzt? Kleine Siedlung entdeckt. Ah, das bringt mir das. Okay. Nee, der Frachtbogen halt nicht. Kommen wir erstmal wohin? Den Mikroprozessor packe ich erstmal rüber. So, das Magnetisierte packe ich erstmal rüber. Brauchen wir nicht. Das kriege ich auch alles so. Wer hat das Licht ausgemacht? Na gut, wo ist denn jetzt hier die Basis? Da lang? Oh, hier ist was. Scheint aber was anderes zu sein, oder? Oder? Ein Außenposten vielleicht?
mal, ja, doppelt und dreifach, oder? Magnetisiertes, aber nicht. Okay. Sitzen? Nee. Heute nicht. Oh ja, wie wir so ein Navigationspunkt dort. Ich krieg ja noch ein paar Informationen, ne? Geht noch, ja? Oh Mann, ey. Nach oben. Protokolle zugreifen. Korvax. Okay, weggehen. Was für später anscheinend. Müssen wir mal markieren. Was haben wir da? Eine beschädigte Maschine. Koboldansammlung. Kobalt. Basalt. Basalt. Unbekanntes Gebäude. Frachtabwurf. Ist hier ein Frachtabwurf oder was? Temperatur stabilisiert sich. Okay. Hoi. Ein Vulkanausbruch. Ja, nice. Na, den Kobalt habe ich bisher immer noch nicht, ey. Shit.
guck gerade, wo so eine Ansammlung sein könnte. Meistens siehst du das ja, dass da was ist, aber irgendwie. Irgendwie habe ich gerade kein Glück. Was ist das? Was zum Geier ist denn das? Kupferansammlung, nee. Ein unterirdisches Relikt. Greifen die mich eigentlich an, sobald ich irgendwas wegmache? Oh, ein Wissensstein. Ein Korvax-Wort, sehr schön. Mahlzeit, Mike. Einen wunderschönen Dienstag wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir heute? Schon wieder so einen komischen Würfel gekriegt. Hey, hallo? Hallo, hochfliegen bitte! Okay. Guck mal, hier habe ich noch einen Würfel. Nein? Gut, kurz Raketenstartschauer. Was? Wer startet denn?
krasse Höhle hier. Wetter macht dich fertig. Ja. Macht uns, glaube ich, alle ein bisschen fertig. Also bei uns hat es die Nacht geregnet. Da war es dann halt auch relativ kühl. War okay. Ihr hattet anscheinend nicht genug, nicht so viel Glück. Drei Liter hast du schon? Ich glaube, VIPs dürfen links posten, ja. Kannst ja mal ausprobieren, aber ich glaube, VIPs dürfen links posten, ohne fragen zu müssen. Nee, dafür habt ihr ja diesen Status. Genau dafür habt ihr den Status VIP, damit ihr halt nicht fragen müsst. Also so ist das hier zumindest bei mir. Wie das andere Streamer handhaben, darüber kann ich natürlich nicht entscheiden, aber auf meinem Kanal haben VIPs und Mods halt besondere Rechte und diese Rechte können sie jederzeit nutzen und müssen auch nicht fragen. Ne? Dafür habt ihr das ja. Falls du gucken magst, einmal von NASA. Ne, ich weiß nicht, wie das mit den Rechten ist, deswegen lasse ich das lieber. Weil bestimmte Ausstrahlungen brauchst du ja bestimmte Rechte, damit du das halt angucken darfst, beziehungsweise ja, dann auch. Wenn nicht, dass im Hintergrund dann irgendwelche Geräusche sind oder irgendwelche Sounds oder so, die sie benutzen und dann... Ne? Ja, ich kann das hier leider nicht separieren, ne? Also ich könnte mir das zwar angucken, aber dann nur ohne Sound. Weil ich kann jetzt hier nicht den Sound dann separieren, dass ihr den nicht hört, aber ich ihn höre. Also das geht leider nicht. Muss mal kurz nach oben, wa? So. Hyperantrieb. Ein bisschen schneller da sind. Ich flieg doch keine Stunde, sag mal. Habt ihr einen Arsch offen oder was? Noch circa 8 Minuten bis zum Start. Was wird denn hochgeschossen, wenn man fragen darf? Ein neuer Satellit oder? Ja, aber ein Raketenstart ohne Sound ist ja irgendwie... Raketenstart ohne Sound. Kristallfragment ist da. Okay, machen wir mal so. Machen wir mal so. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du es geteilt hast.
Vielleicht haben ja auch andere Interesse, auf den Link zu klicken und sich den Raketenstart anzugucken. Aber ich war nie so dicke drin in dieser Raumfahrt und so. Stufe aufgestiegen. Yo! Mike! Level 8! Herzlichen Glückwunsch! Weiß nicht, was die sonst noch so hochschicken. Vielleicht ein Hund? Keine Ahnung. Nee. Sowas meine ich. Erste Hilfe. Mäuse sind ja schon oben. In der ISS oder was? So, Navigationsdaten, wie viel reichen jetzt davon? 15. Das Relikt. Natrium. Bin aber auch ganz froh, dass ich ein relativ großes Raumschiff jetzt habe. Mit echt eine Menge Platz. Immer richtig gut ist. Was haben wir hier? Waffenterminal. Der gleiche. Oh. Schadenspotenzial. Warum ist der jetzt krasser als meiner? Achso, weil er den Blitzwerfer hat, oder was? Deswegen. So, gewöhnliches Material geben. Natürlich das Seltene. Oh cool, wir haben einen Ansehenspunkt bekommen, das ist gut. Anti-Haftkolben. Kobalt kann ich hier kaufen. Hydraulische Verkabelung, Chlor. Kann ich denn irgendwas verkaufen? Was ist denn mit diesem Pulver? Na, ist ja eh nichts wert. Lebendes Glas. What? Fusionsbeschleuniger. Schmutz. Giftbeute, Larvenkern, Radarkern. Die sind gar nicht mal so schlecht, oder? Vom Preis her. Unverschlüsselte Navigationsdaten. So, was haben wir hier drin? Kohlenstoff. Erkannt. Noch mehr Muni. Okay. Aber ich habe keine Waffe, um die Muni auszugeben.
Baupläne kaufen. Kühlmittel, Netzwerke, Gefahren, Schutzeinheit. Das ist jetzt für was? Für meinen Exo-Anzug oder was? Sprintdistanz, Jetpack-Tanks. Okay. Scan-Radius und Aufladezeit. Ach, was, das gibt's auch, ja. Hast du vielleicht noch was Stärkeres? Blitzwerfer-Upgrade. Shit. Lift off! Was, jetzt schon? Sind die 8 Minuten schon rum? Krass. Wer will Lift off? Ne, Lift ist doch, keine Ahnung. Erweitert die potenzielle. Okay, Scanner-Radius ist 11%. Muss ich mal kurz gucken. Das war Multi-Werkzeug, oder? Hier. Flora-Analyse-Bill. Keine Ahnung. Flora-Analyse. Ach so. Wie schnell ich die. Ja, okay, das kann ja weg dann. Baupläne kaufen. Dann hätte ich gerne den Wellenform-Wiederverwerter. Gib mir die Aufladezeit. Da haben wir minus 20% Aufladezeit und 11% Scan-Radius. Das ist gut. Komponenten kaufen. Mhm. Kabelbäume hat er, zwei Stück. Aminokammer, Solarspiegel. Navigationsdaten. Kaufe ich mal. Oh, das war schon. Okay, okay. Da war ein vergrabenes Technologiemodul, was schon mal ziemlich geil ist. Gut, da muss ich erstmal wieder ein bisschen was rumwechseln. Ne, das kommt nicht weg. Kommt erstmal ins Raumschiff. Okay. Ui, was ist das? Hier ist wieder so ein neues Raumschiff, oder was? Die Lebensform beobachtet mich. Okay. Mach mal Licht an, wa? Noch ein Mikroprozessor. Und Munition. Schädigte Maschine.
Haben wir da Schönes? Nanten. Sehr schön. Doch hier irgendwas markiert. Es war aber kein Frachtabwurf. Okay. Immer so viel Kobold. Das Kupfer, Kupfer, kleine Siedlung, Kupfer, vergrabenes Technologiemodul, aber ich habe doch hier eins markiert gehabt. Wo war denn das? Da. Hundertachtundachtzig Kobalt. Okay. Ein unterirdisches Relikt. Da haben wir noch. Steil, wa? Und das. Hä?
Wie wenn man voll in der Luft ist, ey. Schädigt. What is it? Naniten, sehr schön. Okay, davon haben wir jetzt wirklich genug. Das andere 200. Ja, nehmen wir mit. Was ist das? Hier einfach so Kisten rum. Ach, die wollen den Satellit zum Mond schicken. What? Da ist ein vergrabenes Technologiemodul, da komme ich nicht ran, weil ich hier durch den Vulkan nicht ballern kann. Mal gucken, ob ich vielleicht runterkomme. Nee, ne? Ich würde sagen,